Meine Damen und Herren, wir kommen zu einem neuen Teil, zum zweiten Teil dieser Vorlesung zur Behandlung der kritischen Theorie, nachdem wir zunächst die analytische Philosophie behandelt haben. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass die analytische Philosophie unkritisch sei. Im Gegenteil, wir haben das letzte Mal gesehen, wie sehr auch sie der Selbstkritik fähig war. Die Vaterfiguren, die wir heute behandeln, sind Max Horkheimer, geboren 1895, gestorben 1973, und Theodor Wiesengrund Adorno, geboren 1903, gestorben 1969. Insbesondere auf Adorno war ich schon in der ersten Stunde dieser Vorlesung eingegangen, als ich diese Vorlesung Philosophie nach 1945 unter das Motto Philosophieren nach Auschwitz stellte. Bei Horkheimer wie Adorno ist die biografische und thematische Gegenstellung zum Nationalsozialismus offenkundig. In diesem Sinn halte ich die beiden für dominierende Figuren eines Philosophierens nach Auschwitz, jedenfalls in dem Zeitabschnitt, den wir in diesem Semester behandeln, 1945 bis 1969. Kurz einiges zur Geschichte. 1924 war in Frankfurt am Main das Institut für Sozialforschung gegründet worden, ein Institut, das eine marxistische Forschungsstätte darstellte. Eine marxistische Forschungsstätte, insbesondere im Sinn der Theorie des Marxismus. Mit 35 Jahren wurde Max Horkheimer 1930 dort Direktor. Sein Amt war aber, wie ich Ihnen schon sagte, nicht von langer Dauer. Am 14.07.1933 wurde das Institut durch die geheime Staatspolizei geschlossen, wegen, wie es hieß, staatsfeindlicher Bestrebungen. Horkheimer bemühte sich dann zunächst, das Institut zu verlagern oder Zweigstellen zu errichten in Genf, Paris und London. Er emigrierte schließlich 1934 in die USA nach New York. Adorno war am 11.09.1933 die Lehrbefugnis entzogen worden, weil er, wie es damals hieß, ein Halbjude war. Er ging zunächst nach Oxford, pendelte dann zwischen Oxford und Deutschland. 1938 ging er in die USA und war dort zunächst an der Columbia University tätig. Im November 1941 folgte er Horkheimer nach Los Angeles, genauer gesagt Santa Monica, wo Horkheimer eben schon weilte. Und aus der Zusammenarbeit dort ging das Buch hervor, das wir heute ausführlich besprechen wollen, die berühmte Dialektik der Aufklärung. Es handelte sich um eine Schrift, die im Mai 1944 Friedrich Pollock, einem anderen Mitglied des Instituts, das sich dort Institute of Social Research nannte, gewidmet wurde zum 50. Geburtstag. Ende jenes Jahres 1944 wurde die Schrift in Umlauf gebracht in 500 Kopien. Der Titel lautete damals Philosophische Fragmente. 1947 ist das Buch dann im Amsterdamer Exilverlag Querido erstmals in Europa erschienen. Die ersten Seiten des Buches zeigen, dass der Faschismus Thema ist. Die Frage, die das Buch sich vornimmt, lautet, warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt. Bevor ich genauer auf das Buch eingehe, will ich einige Vorbereitungen, einige Ausgangspunkte nennen, wie sie insbesondere im Werk von Horkheimer gesetzt waren. Und ich gehe zunächst auf einen berühmten Aufsatz ein,
den Horkheimer 1937 publizierte. Der Titel des Aufsatzes lautet Traditionelle und kritische Theorie. Dort ist der für uns heute so geläufige Titel kritische Theorie geprägt worden. Nun zunächst, was versteht Horkheimer unter traditioneller Theorie? Primär jenen Typus von Theorie, der in den Naturwissenschaften und auch in den Humanwissenschaften, soweit sie sich an den Naturwissenschaften orientieren, vorherrschend ist. Und das ist ein Typus von Theorie, wo Systeme von Sätzen aufgestellt sind, bei denen einige Sätze einen so hohen Allgemeinheitsgrad haben, dass die anderen aus ihnen abgeleitet werden können, also deduktiver Status der Theorie. Allgemeine Sätze, Grundregeln oder Prinzipien, Regeln im Übrigen, wie andere Sätze zu bilden und miteinander zu kombinieren sind. Was Horkheimer im Auge hat, ist der neuzeitliche, insbesondere der kartesische, eminent erfolgreiche Theorietypus. Theorien dieser Art zielen zunächst, sagt er, auf eine richtige Beschreibung der Dinge in der Welt. Zumindest auf eine, die mit guten Gründen als richtig gelten kann. Dann aber geht es eigentlich um eine praktische Seite. Es geht um Prognosen in dieser Wissenschaft. Es geht um Orientierung für zukünftigen Umgang, um planenden Umgang mit der Natur. Die Naturwissenschaft will nicht nur wiedergeben, wie die Dinge sind, sondern dadurch Möglichkeiten eines unseren Zielen entsprechenden Umgangs mit der Natur ermöglichen. Eingriffe, Planung, Steuerung soll möglich werden. Und dies, wenn man das ganze Spektrum dieser Theorien ansieht, natürlich nicht nur in Bezug auf direkte Naturbeherrschung, sondern auch für ökonomische oder soziale Zusammenhänge. Man stellt eine ökonomische Theorie gewiss nicht nur auf, um den Nobelpreis zu erhalten oder die Dinge eben darzustellen, wie sie sind, sondern um produktive Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten zu eröffnen. Und soweit die traditionelle Theorie. Diesen Typus setzt Horkheimer den anderen Typus von Theorie entgegen, den er kritische Theorie nennt. Die traditionelle Theorie ist, soweit ich sie beschrieben habe, und ich habe nur Horkheimer referiert, richtig. Aber sie hat eine Beschränkung. Sie vergisst etwas. Sie vergisst, dass sie selber in bestimmten Zusammenhängen steht, in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Horkheimer bietet unter anderem eine Erklärung für das Faktum an, dass Theorien nicht nur verändert, sondern auch ersetzt werden. Er sagt ja, genau wenn der gesellschaftliche Zusammenhang sich ändert, dann schlägt die Stunde der Ersetzung von Theorien. Rein theorieimmanent kann man das gar nicht erklären, da würde man immer weiterwursteln. Der Wechsel des Rahmens oder des Kontexts ist verantwortlich dafür, dass plötzlich neue Paradigmen entstehen und befolgt werden. Etwa, sagt er, die industrielle Epoche mit ihren neuen lebensweltlichen Herausforderungen verlangte auch einen anderen Typus von Theorie oder Wechsel der Theorie innerhalb des Typus traditioneller Theorie. Man sagte des Weiteren, dass die traditionelle Wissenschaft gar nicht in der Lage ist, ihre eigene gesellschaftliche Rolle zu reflektieren. Die gesellschaftliche Rolle ist sozusagen ein Gegenstand, der im Blickwinkel dieser Wissenschaft nicht auftauchen kann, weil sie allein orientiert ist nach vorne, nicht nach hinten, auf Objekte, nicht auf Bedingungen, auf Fakten, auf Tatsachen, nicht auf Rahmenbedingungen. Und deshalb durchschaut die traditionelle Theorie ihr Eingebundensein in eine gesellschaftliche Praxis, ihr Bedingtsein durch eine gesellschaftliche Praxis, ihre Beiträge, ihre stützenden Beiträge zur Fortsetzung
dieser gesellschaftlichen Praxis nicht. Er formuliert das auch so, dass er sagt, die traditionelle oder dann auch die bürgerliche Theorie ist nicht imstande, die Zusammenhänge der Tatsachen, die sie darstellt, auf ihre Vernünftigkeit hin zu befragen. Kommt also das Thema der Vernunft, das uns dann in der Dialektik der Aufklärung des Längeren beschäftigen wird, auf den Tisch. Sie ist auf Tatsachenanalyse und Tatsachenarrangement gerichtet, nicht auf ihren Rahmen. Und selbst wenn sie ihres Rahmens bewusst würde, so hätte sie doch nicht die Mittel in der Hand, die Frage überhaupt zu stellen, ist dieser Rahmen ein vernünftiger oder ein unvernünftiger? Nun ja, aber dafür wird eben dann die kritische Theorie nachgeliefert, deren Aufgabe ist es genau, die gesellschaftliche Praxis auf ihre Vernünftigkeit und Unvernünftigkeit hin zu befragen. Dies wird dann des Weiteren deutlicher marxistisch gewendet. Hauptthema der kritischen Theorie ist die gesellschaftliche Produktion und die Kritik der Ökonomie. Und so gesehen ist die kritische Theorie praktisch. Sie zielt oder sie thematisiert die Praxis der Gesellschaft, die, da kommt eine Art konstruktivistischen Gedankens herein, die Praxis der Gesellschaft, die für die Konstruktion von Tatsachen überhaupt verantwortlich ist. Nun, wenn man eine solche kritische Analyse betreibt, kritisch erstens gegenüber der konstitutiven Blindheit der traditionellen Theorie, sie ist ihres Kontexts, ihrer Rahmenbedingungen sich nicht bewusst, und zweitens kritisch gegenüber dem faktischen Rahmen, nämlich einer Gesellschaft, die sich vielleicht als unvernünftig erweist, wenn man erst einmal den Blick auf sie richtet. Durch solche Kritik soll, so Horkheimer, ein Blick auf eine bessere, weil vernünftigere Zukunft der Gesellschaft befördert werden. Er sagt, die Theorie sei auf Emanzipation gerichtet, welche die Veränderung des Ganzen zum Ziel hat. Auf der letzten Seite der Schrift, an der Existenz des kritischen Verhaltens, das freilich Elemente der traditionellen Theorien und dieser vergehenden Kultur überhaupt in sich birgt, hängt heute die Zukunft der Humanität. Allein erwarten Sie sich nicht zu schnell zu viel. Denn jetzt kommt eine sehr interessante und für die ganze Tradition der kritischen Theorie dann geradezu konstante, in Variationen konstant bleibende Überlegung. Es ist nicht so, dass die kritische Theorie sich anmaßen würde oder beanspruchen würde, nun genau zu sagen, wie es zu gehen habe. Vermutlich haben Sie nach dem bisher gegebenen Bericht genau das erwartet, dass die kritische Theorie, die nun die Analyse der Gesellschaft macht und Vernünftigkeit und Unvernünftigkeit abwägt, dann den Vorschlag machen würde, wie es denn richtig zu gehen habe. Nein, sagt Horkheimer, das kann man nicht und es ist für uns wichtig zu sehen, was der Grund ist. Horkheimer vertraut nicht mehr auf ein in seinen Augen dogmatisches Wissen, wo man etwa sagen könnte, eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe oder Klasse ist eo ipso der Zukunftsträger, etwa das Proletariat, und man müsse alles nur in diese Richtung in dieser Perspektive betrachten, um das Richtige herauszufinden. Horkheimer ist eher fasziniert oder etwas gebannt von der Idee, dass dann, wenn wir Theorie in einer Gesellschaft entwickeln, die selber Züge des Falschen an sich hat, auch unsere Theorieentwicklung davon betroffen ist, davon gebeizt ist. Man kann nicht, meint er, in einer Theorie Folgendes sagen. A, sie ist abhängig von einer Gesellschaft, die in sich nicht ganz richtig ist. Und B, gleichwohl sagt sie das genau Richtige. Die Falschheit der Gesellschaft schlägt unweigerlich auch
auf die kritische Theorie durch, vielleicht nicht zu 100%, aber der Blick der kritischen Theorie, wenn denn diese Abhängigkeitsthese stimmt, all unser Denken ist abhängig von den Basisverhältnissen, dann kann der Blick der kritischen Theorie sozusagen nicht rein neutral, nicht absolut frei sein. Es ist nicht möglich, das Bild einer vernünftigen Gesellschaft so zu entwerfen, dass es nicht vom Bestehenden abhängig wäre und das heißt, dass es nicht zum Teil wenigstens vom Bestehenden Falschen geprägt und selber verfälscht wäre. Vielleicht merken Sie, die Überlegung klingt überzeugend, gleichwohl ist das Ergebnis enttäuschend, denn man erwartet sich natürlich den Ausblick auf das wirklich Richtige, zumindest das für die nächsten 20 oder 50 Jahre Wichtige. Es muss ja nicht gleich für ein paar Jahrtausende oder gar immerfort richtig sein. Also sozusagen ein kritischer und optimistischer Ansatz dieser Theorie, die dann aber plötzlich Schwierigkeiten sieht, das Wahre auszupinseln. Ich zitiere in einen anderen Satz von Adorno, von Horkheimer. Die Philosophie, die bei sich selbst, bei irgendeiner Wahrheit Ruhe zu finden meint, hat mit kritischer Theorie nichts zu tun. Es ist ganz klar, dass er einen Gegensatz formuliert zwischen Philosophemen, die sagen oder die beanspruchen zu sagen, dies sei die Wahrheit, und dem Verfahren kritischer Theorie. Ich gehe über zu einem 5 Jahre später publizierten Text, Vernunft und Selbsterhaltung, Horkheimer 1942 in einer Gedenkschrift, die er zusammen mit Adorno herausgegeben hat, eine Gedenkschrift für den 1940 auf der Flucht aus dem besetzten Frankreich umgekommenen Walter Benjamin. Er hat sich selbst das Leben genommen. Es ist interessant, dass Horkheimer in dieser Schrift 42, also Sie haben im Kopf 44, erblickt die Dialektik der Aufklärung das Licht der Welt, dass Horkheimer 1942 eine radikal vernunftskeptische Position einnimmt. Ich gebe Ihnen ein Zitat. Die neue faschistische Ordnung ist die Vernunft, in der die Vernunft selber als Unvernunft sich enthüllt. Im Grunde die neue faschistische Ordnung nicht ein Betriebsunfall, sondern die Einlösung des Telos der Vernunft. Geradezu eine Stunde der Offenbarung, weil in ihr das Wesen der Vernunft, die Vernunft nur schien, in Wirklichkeit aber Unvernunft ist, zutage tritt. Die These also, das, was wir Vernunft genannt haben, und was wir mit allen möglichen Nobelprädikaten ausgestattet haben, ist in Wahrheit eine schreckliche oder zumindest eine schlimme Sache. Übrigens, die Formulierung, die ich Ihnen vorgelesen habe, erinnert fast wörtlich an Nietzsche, der in Zarathustra schrieb, nicht nur die Vernunft von Jahrtausenden, auch ihr Wahnsinn bricht an uns aus. Horkheimer und Adorno waren sehr gründliche Nietzsche-Leser. Nun, was meint Horkheimer genauer? Er meint, dass Vernunft ihrem Wesen nach ein Gleichmachungsinstrument ist, dass sie sozial nützlich ist, dass sie gesellschaftlich nützlich ist, genau indem sie Kohärenz, Äquivalenz, Einheitlichkeit erstellt. Und das klingt ja alles noch ganz positiv, jedenfalls in den Ohren mancher. Aber die Kehrseite davon ist, dass sie das Individuelle, das Besondere nicht respektieren kann. Ja, man muss weitaus mehr sagen,
dass sie dieses genau beschneidet, ausschließt, dass sie die Individuen zwingt, auf den Zug der Gleichheit, der tragende Zug der Gesellschaft ist, aufzuspringen oder ihm sich anzugleichen. Vernunft ist nicht für Horkheimer jenes Vermögen selbstständiger, autonomer Reflexion der Individuen, wie das etwa im Idealismus von manchen vertreten wurde, sondern Vernunft ist jene gesellschaftliche Strategie, welche a. die Selbsterhaltung der Gesellschaft garantiert, b. dies aber nur kann um den Preis der Eliminierung alles Entgegenstehenden, alles Abweichenden, alles wirklich Individuellen. Vernunft, kurz gesagt, ist im Wesen, instrumentelle Vernunft ist im Wesen sozial, eine sozial nützliche Strategie. Eine andere Art von Vernünftigkeit kennt Horkheimer jetzt nicht mehr. Er sagt ausdrücklich, es gäbe auch nicht eine spezifische Vernünftigkeit des kritischen Denkens. Aber die bestehende Vernunft, die sieht er kritisch, eben weil sie diese Strategie der Homogenisierung zu Lasten der Individualität vertritt und vertreten muss. In einer Schrift von 1947, Eclipse of Reason, also Verfinsterung, Verdunkelung der Vernunft, im Deutschen sehr deutsch scheinneutral übersetzt als zur Kritik der instrumentellen Vernunft, hat Horkheimer einen Versuch gemacht, die traditionellen Vernunftkonzepte der Philosophie, denen er den Namen einer objektiven Vernunft gab, irgendwie aufrecht zu erhalten, aber nicht um ihnen zu folgen, sondern um sie zu bestaunen, zu bewundern und gegenwärtig zu halten als etwas, was es gab und was eine Alternative bot, was aber nicht heute in Praxis direkt umgesetzt werden kann, sondern was in seiner mahnenden Funktion allenfalls dazu dienen kann, das Schlimmste zu verhindern. Horkheimer wurde zunehmend skeptisch und pessimistisch. Er rückte jedenfalls ab vom ursprünglichen Ideal der Veränderung der Gesellschaft im Ganzen und machte seinen Frieden mit der westlichen Demokratie, in der er das kleinere Übel gegenüber den totalitären Systemen sah. Und nun, nach diesen Vorbemerkungen zu kritischen Betrachtungen dessen, was Vernunft vermag, im Werke Horkheimers, nun also zur Dialektik der Aufklärung, die gemeinsam von Horkheimer und Adorno verfasst wurde und gezeichnet ist, aber die Hauptgedanken haben wohl eher die Färbung Adornos als die Horkheimers. Tatsächlich gilt die Dialektik der Aufklärung als das Grundbuch der neueren Vernunftkritik. Es hatte immer in der Geschichte der Philosophie Vernunftkritik gegeben, aber eigentlich nur um Vernunft als ein spezifisch philosophisches Vermögen begriffen, in sich zu verbessern, sozusagen die nächst höhere Reflexionsstufe zu erreichen. Was ausgeblendet geblieben war, oder was jedenfalls in keinem Fall im Vordergrund stand, war die Auffassung, dass das, was die Philosophen Vernunft nennen, doch etwas sein könnte, was unsere gesellschaftliche Realität prägt. Aber genau das war die These des zweiten Horkheimer Aufsatzes. Und jetzt in der Dialektik der Aufklärung wird Vernunft im Blick auf die katastrophischen Folgen in den Blick gefasst, die Realisierung von Vernunft in Gesellschaft und Wirklichkeit zeitigt. Zunächst steht bei diesen katastrophischen Folgen natürlich die Barbarei des Nationalsozialismus im Blick. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass das Buch ähnlich wie jener Horkheimer Aufsatz
den ich Ihnen zitierte, den Nationalsozialismus eben nicht als etwas gleichsam von außen Gekommenes, als einen unverständlichen, irrationalen Betriebsunfall der Geschichte des Okzidents verstand, sondern als ein zutage treten eines Prinzips, das die abendländische Geschichte von Anfang an bestimmt hat. Und so wird gewissermaßen, um das Gleichgewicht herzustellen, auch gezeigt, dass unter ganz anderen Formen die gleichen Probleme auftauchen, unter sehr viel milderen Formen, aber doch die gleichen Probleme. Und so kommt es zur Kritik dessen, was Kulturindustrie genannt wird in den amerikanischen Verhältnissen, in denen das Buch geschrieben wird, also eine Kritik der Entwicklungstendenzen des Kapitalismus und der Kulturindustrie, von denen gesagt wird, sie seien der deutschen Barbarei vergleichbar. Nicht gleich, nicht gleich. Das Ausmaß ist ein anderes, aber die Fehlerstruktur ist die gleiche. Für beides kann ein und dieselbe Formel verwendet werden. Aufklärung bringt deren Gegenteil hervor. Befreiung schlägt in Unterdrückung um. Das ist die Grundperspektive auf die Verhältnisse im Abendland. Die Befreiungsprozesse, die unternommen werden, die Aufklärungsprozesse, bringen zwar ein Stück weit Befreiung und Aufklärung, aber unweigerlich bringen sie zugleich, vielleicht zeitlich versetzt, vielleicht sieht man es erst später, auch Unterdrückung. Das ist es, was Dialektik, Umschlag der Aufklärung genannt wird, der Umschlag von Befreiung in Unterdrückung. Nun versuchen wir uns die Auffassung in etlichen Schritten klar zu machen. Am Ende des Hauptkapitels, das heute Begriff der Aufklärung überschrieben ist, aber in der Erstveröffentlichung Dialektik der Aufklärung überschrieben war, heißt es: Die Absurdität des Zustandes, in dem die Gewalt des Systems über die Menschen mit jedem Schritt wächst, der sie aus der Gewalt der Natur herausführt, denunziert die Vernunft der vernünftigen Gesellschaft als obsolet. Es werden also zwei Prozesse beschrieben, nämlich die Menschen werden aus der Gewalt der Natur herausgeführt durch das, was System genannt wird. Aber der zweite Schritt oder der zweite parallel laufende Prozess ist, dass die Gewalt des Systems über die Menschen wächst. Und es wird behauptet, beides erfolgt im Gleichtakt. Mit jedem Schritt, der die Menschen aus der Natur herausführt, positiv, erfreulicherweise, Naturbeherrschung, wächst zugleich die Gewalt des Systems über die Menschen, also die Unterdrückung der Menschen. Und diese Koppelung, oder die Autoren sagen, die Absurdität dieses Zustandes denunziert die Vernunft der vernünftigen Gesellschaft als obsolet. Also ich sagte zunächst, Dialektik der Aufklärung bezieht sich auf diesen Umschlag von Befreiung in Unterdrückung. Und jetzt sind wir bei der genaueren Figur, welcher Doppelprozess läuft innerhalb des okzidentalen Rationalismus. Einerseits Befreiung von der Natur oder von der Macht der Natur, andererseits aber sei es so, dass genau die Maßnahmen, welche diesen erwünschten Effekt haben, auf der anderen Seite uns als soziale Wesen unterdrücken. Wenn Und die These ist, dass dies eben das zum Konstruktionsprinzip der Vernunft, wie wir sie kennen, gehörten. Und in diesem Sinn trüge diese Vernunft einen Moment von Unvernunft an sich. Und dann müsse man über diese Vernunft nach Möglichkeit hinauskommen zu einem anderen Begriff von Vernunft und Aufklärung. Das ist das Projekt. Also noch einmal zwei Punkte klar gemacht. Erstens, es ist nicht so, dass die Fehler
dadurch eintreten oder die Probleme dadurch eintreten, dass sozusagen im Verlaufsprozess etwas Unvorhergesehenes passiert, dass von außen über externe Faktoren etwas zustößt, sondern aus inneren Gründen, aufgrund des Konstruktionsprinzips dieser Vernunft, entstehen Phänomene nicht nur der Befreiung, sondern ebenso der Unterdrückung. Und zweitens, dies tritt zwar vielleicht in der Gegenwart, Faschismus auf der einen Seite, Kulturindustrie auf der anderen Seite, besonders drastisch zutage, aber eigentlich sei das Abendland von Anfang an, wir werden den Anfang noch genauer bestimmen, also seit der Epoche der griechischen Philosophie, auf diesem Doppelweg gewesen. Nächste Begriffsklärung, was heißt Aufklärung? Es sei klar, sagen die Autoren, was Aufklärung wolle. Ihr Ziel sei es, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Selbstermächtigung der Menschen also. Die Strategie dazu ist die Entzauberung der Welt. Besiegung der mythischen Mächte. Und es wird ein Beispiel dafür gegeben, Ödipus, der das Rätsel des Sphinx löst. Sie wissen, Ödipus, von allem Nachfolgenden abgesehen, nach Theben kommend, vor Theben unter der Bedrohung des Sphinx leidend und darbend, ist der Erste, der dieses Rätsel zu lösen vermag, das da lautet, wer ist es, der anfangs auf vier, dann auf zwei, dann auf drei Beinen geht. Die Antwort lautet natürlich der Mensch. Und in dem Moment, wo er diese Antwort gibt, stürzt die Sphinx vom Felsen. Die mythische Macht ist besiegt. Der Mensch, das ist die wahre, sozusagen feuerbachsche Antwort auf all diese komischen mythischen Fragen. Und nun beginnt das wundervolle Zeitalter der Herrschaft des Menschen. Die Autoren erwähnen an dieser Stelle nicht die Folgen, die der Antritt der Herrschaft des Ödipus in Theben dann nach sich zog. Der Antritt der Herrschaft des Menschen war der Beginn einer Katastrophe. Aber das versteht sich eben von selbst. Nur der Aufklärer meint, man muss nur weg vom Mythischen, alles ins Anthropomorphe überführen, dann sind wir auf dem Heilsweg. Und die Autoren sagen diesen naiven und simplen Aufklärern, dann sind wir auf einem Heilsweg, der zugleich und nach der gleichen Logik ein Unheilsweg ist. Nächste Begriffsklärung, Mythos. Die Autoren folgen der Figur vom Mythos zum Logos. Sozusagen die Epoche vor der Aufklärung, vor dieser griechischen Aufklärung, sei die Epoche des Mythos. Aber sie korrigieren nun zugleich dieses Bild, indem sie sagen, schon der Mythos war eine Form von Aufklärung. Das ist das Zweite, was der naive Aufklärer übersieht. Inwiefern war der Mythos eine Art von Aufklärung? Nun ja, wenn es für Aufklärung darum geht, Berechenbarkeit, Überschaubarkeit herzustellen, dann ist es klar, dass der Mythos dies auch schon tat. Mythisch hat das Unerwartbare, das Rätselhafte, zumindest einen Ort und Namen, nur wird die Macht nicht wie in der Aufklärung dann den Menschen zugesprochen, sondern den Göttern. Aber indem der Mythos eine Ordnung des Kosmos ausbuchstabiert, in der die verantwortlich Mächtigen hinter allen Ereignissen Götter sind, nicht Menschen. Das ist der Unterschied zur Aufklärung. Besteht eben doch so etwas wie Verständlichkeit, Berechenbarkeit, Erwartbarkeit. Man weiß, wer verantwortlich ist, wenn es donnert und wer verantwortlich ist, wenn der Samen sprießt. Es ist sozusagen interessant, dass die Autoren zunächst scheinbar ganz positiv in Richtung Mythos
darauf hinweisen, dass auch er schon Aufklärung ist, in dem Sinn eben, dass Verständlichkeit der Welt, wenn auch mit anderen Mitteln als nachher in der Aufklärung, eingerichtet wird. Die Vorgänge, das ist der nächste Punkt, sind im Einzelnen geordnet und es gibt auch eine allgemeine Form der Ordnung der Vorgänge, das ist die Form der Wiederkehr. Der Mythos spricht zwar nicht von Naturgesetzen, aber er spricht von der Wiederkehr des Immergleichen. Und mythische Geschichten erzählen eben den Ursprung dessen, was seit diesem Ursprung die Regel ist. Und wenn man also den Mythos hat, dann ist die Welt dadurch verständlicher und für uns Menschen angstfreier geworden. Und nun sagen die Autoren, dass also dieser einfache Gegensatz Logos gegen Mythos bei weitem übertrieben ist. Die Struktur ist in beiden Fällen die gleiche, nur die Mittel sind ein paar andere. Was der Mythos durch Geschichten zustande bringt, leistet die Aufklärung durch Vernunft, Verständlichkeit herzustellen. Und die Aufklärung spricht nicht von der Wiederkehr, denken Sie etwa an den Rhythmus der Jahreszeiten, der Götter und der Tätigkeiten der Götter, sondern sie spricht von der Konstanz von Gesetzen, von Naturgesetzen. Ihre Weise, das Geschehen zu fassen, zu verstehen, ist zu sagen, was wir wahrnehmen, ist die Folge von Naturgesetzen. Was uns begegnet, ist die Folge von Naturgesetzen. Und jetzt kommt der nächste Punkt, nachdem diese Parallelisierung gemacht worden ist. Wenn Naturgesetze das Entscheidende sind, dann ist für diesen Typus von Rationalität, der auf Naturgesetze setzt, charakteristisch das Beharren auf dem Allgemeinen und das Bestimmen des Einzelnen als eines Falls des Allgemeinen. Solange Sie ein Gesetz nicht kennen, kann es Ihnen so erscheinen, als wäre das einzelne Ereignis ein autonomes Ereignis. Aber wenn man einmal das Gesetz kennt, dann wundert man sich über die einzelnen Fälle nicht mehr, sondern nimmt sie nur noch als einen Fall des Allgemeinen. Aber um das zu tun, sagen die Autoren, muss die Besonderheit des einzelnen Falls eliminiert werden. Vernunft sei ihrem Wesen nach egalisierend. Sie schneidet die Besonderheiten der Einzelfälle weg, bis sozusagen ein Rumpf übrig bleibt, der dem Gesetz entspricht und dann in allen Fällen, die als Fälle des Gesetzes aufgefasst werden, eben der gleiche ist. Und auf dieser egalisierenden und homogenisierenden Strategie beruhen die Erfolge der Aufklärung, der wissenschaftlichen Aufklärung. Und weil es also auf Homogenisierung und Berechenbarkeit ankommt, wird die Mathematik zur Grundwissenschaft. Zitat, die Zahl bildet den Kanon der Aufklärung. Zitat Ende. Aufklärungsdenken ist quantifizierend und gleichmacherisch. Zitat, Einheit bleibt die Losung von Parmenides bis auf Russell. Beharrt wird auf der Zerstörung von Göttern und Qualitäten. Zitat Ende. Nun, wenn da stünde, beharrt wird auf der Abschaffung von Göttern, das wäre ohne weiteres verständlich, aber das Interessante ist, dass gesagt wird, Zerstörung oder Abschaffung von Göttern und Qualitäten. Qualitäten, das ist der entscheidende Punkt, das ist der kritische Punkt. Die Autoren meinen, dass das Verfahren der Aufklärung darin bestehe, alles Qualitative zu eliminieren und oder es als bloß Quantitatives zu sehen oder nur das Vergleichbare daran anzuerkennen. Die Reduktion der Welt, die eine Welt der Qualitäten ist, auf eine Welt der Quantitäten, ist natürlich das Verfahren der Mathematik und der Physik. Die Weltbestände werden in Quantitäten umgerechnet und dann gilt natürlich das mathematische Verfahren und gilt Uniformierung.
Nun ist all das ja vermutlich gut verständlich, wenn man auf die Wissenschaft blickt, die Naturwissenschaft blickt. Aber die Pointe der Analyse ist, unser Auge darauf zu richten, dass das Gleiche in Bezug auf die gesellschaftlichen Verhältnisse gilt. Infolge der gleichmacherisch quantifizierenden Vernunftform, die im Abendland herrsche, sagen sie, die Gesellschaft sei beherrscht vom Äquivalent. Die Wahrheit der Dinge sei ihr Tauschwert. Das könne man auf allen Ebenen erkennen, sowohl im faschistischen Hordenwesen wie in der Uniformierung durch die Kulturindustrie. Und da fällt in Bezug auf den Faschismus eben das Wort vom Triumph der repressiven Egalität und in Bezug auf die Kulturindustrie die Aussage, Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit. Ich will Ihnen das noch an einer längeren Passage deutlicher machen, die wir schon einmal diskutiert haben. Die Einheit des manipulierten Kollektivs besteht in der Negation jedes Einzelnen. Es ist Hohn auf die Art Gesellschaft, die es vermöchte, ihn zu einem zu machen. Also das Gegenmodell wäre eine Gesellschaft, die den Einzelnen zu einem Einzelnen machte oder ihm wenigstens verstattete, ein Einzelner zu sein, der Einzelne, der irgendwie geworden ist, auch wirklich zu sein. Das Kollektiv gestattet das nicht. Es zu ihm gehört die Negation des Einzelnen. Und nun die Horde und die Hitlerjugend steht im Blick, wird gesagt, ist kein Rückfall in die alte Barbarei. Also die Horde oder das Kollektiv, wo eben die Negation des Einzelnen statt hat, ist kein Rückfall in die alte Barbarei, also historische Regression, Betriebsunfall, sondern der Triumph der repressiven Egalität. Sozusagen die Sternstunde oder das Zutagetreten jener Egalität, jener Gleichheit, die in ihrem Wesen, quantifizierend, mathematischen Wesen, repressiv ist, unterdrückend ist. Es ist die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen. Wann immer Sie solche Formulierungen finden, können Sie ganz sicher sein, dass dieser Satz von Adorno geschrieben ist. Die Entfaltung der Gleichheit des Rechts, klingt ja ganz positiv, zum Unrecht durch die Gleichen. Wir werden auf den Punkt Gleichheit des Rechts in der zweiten Hälfte noch einmal eingehen, also nachher in Bezug auf die negative Dialektik Adornos. Also die Horde oder das Kollektiv, wo eben die Negation des Einzelnen statt hat, ist kein Rückfall in die alte Barbarei, also historische Regression, Betriebsunfall, sondern der Triumph der repressiven Egalität. Sozusagen die Sternstunde oder das Zutagetreten jener Egalität, jener Gleichheit, die in ihrem Wesen, quantifizierend, mathematischen Wesen, repressiv ist, unterdrückend ist. Es ist die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen. Wann immer Sie solche Formulierungen finden, können Sie ganz sicher sein, dass dieser Satz von Adorno geschrieben ist. Die Entfaltung der Gleichheit des Rechts, klingt ja ganz positiv, zum Unrecht durch die Gleichen. Wir werden auf den Punkt Gleichheit des Rechts in der zweiten Hälfte noch einmal eingehen, also nachher in Bezug auf die negative Dialektik Adornos. Gleichheit des Rechts klingt ja so positiv. Was hier diagnostiziert wird, ist, dass das Recht, das auf Gleichheit setzt, genau dem zu kritisierenden Vernunfttypus entspricht, der die Einzelheit, die Singularität, die Besonderheit eliminiert und alle gleich macht. Und das ist dann das Recht. Und dann werden diejenigen, die sich als Gleiche im Sinne dieses Rechts verstehen, diese Unterdrückungsaktion, der sie an sich selber willfuhren,
gegenüber denen, die vielleicht noch Abweichungen zeigen, weiter exerzieren, wird zum Unrecht durch die Gleichen. Also der Punkt, auf den ich Sie aufmerksam machen wollte, ist, nicht nur in der Wissenschaft, wollen die Autoren sagen, herrscht dieses Verfahren der Quantifizierung, sondern es bestimmt eben auch es bestimmt die okzidentalen Gesellschaften und besonders drastisch in der heutigen, also damaligen, in der 40er-Jahre-Welt, sichtbar im Blick auf den Faschismus, aber ebenso im Blick auf die amerikanische Kulturindustrie, wo ebenfalls die Angleichung all dessen, was präsentiert wird, und derjenigen, die potenzielle Konsumenten sind, die leitende Strategie ist. Es wird nachher auch noch der Punkt ausgeführt, dass die Aufklärung, wenn sie auf das Gesetz sich bezieht, die Dinge als gesetzliche begreift, etwas ganz Analoges tut zum Mythos, der die Ereignisse als Ereignisse von Wiederholungen begreift. Die Welt als gigantisches analytisches Urteil, der einzige, der von allen Träumen der Wissenschaft übrig blieb, ist vom gleichen Schlage wie der kosmische Mythos, der den Wechsel von Frühling und Herbst an den Raub Persephones knüpfte. Natürlich ist in der Wissenschaft nicht mehr von Persephone die Rede, aber diese Struktur, dass das Besondere am Besonderen getilgt wird, dass es zum Fall eines Allgemeinen gemacht wird, ist gemeinsam. Eine andere Passage, wo deutlich wird, dass die Autoren es immens bedauern, dass die Kultur auf Quantifizierung und auf die Schätzung des Quantitativen umstellt, statt, wie es wohl sein sollte, das Qualitative zu wahren, anzuerkennen, zu befördern. Die Eliminierung der Qualitäten, ihre Umrechnung in Funktionen, überträgt sich von der Wissenschaft, vermöge der rationalisierten Arbeitsweisen, auf die Erfahrungswelt der Völker und ähnelt sie tendenziell wieder der Lurche an. Die Regression der Massen heute ist die Unfähigkeit, mit eigenen Ohren Ungehörtes hören, Unergriffenes mit eigenen Händen tasten zu können, die neue Gestalt der Verblendung, die jede besiegte mythische ablöst. Also die Klage über die Uniformierung der Menschen, nicht etwa nur in Arbeitsstrukturen, sondern bis in die Strukturen unserer Sensibilität hinein, wo wir vielleicht den Zwang, ja, vielleicht nicht einmal mehr spüren, sondern ihm ganz bewusst folgen, dass wir alle das Gleiche wahrnehmen und das Gleiche plappern. Es ist so schrecklich, es ist sozial so unanerkannt abzuweichen. Und dass wir dann, wenn Erziehung diesen Auftrag vor sich hat und diese Strategie befolgt, tatsächlich zum großen Teil Menschen werden, die nicht mehr fähig sind, mit eigenen Ohren Ungehörtes zu hören, Unergriffenes mit eigenen Händen zu tasten. Der Vorteil der Aufklärungsvernunft oder der okzidentalen Vernunft ist, dass sie uns in der Tat via Wissenschaft Naturbeherrschung ermöglicht, genauer gesagt die Beherrschung äußerer Natur. Alle Fortschritte der Technik liegen von einem gewissen gegenwärtig in der Bundesrepublik diskutierten Problemen einmal abgesehen, liegen auf dieser Seite. Technik ermöglicht den Menschen ein sichereres Leben, sicherer gegenüber Gefährdungen durch Natur. Natürlich gibt es immer noch so etwas wie Naturkatastrophen, aber niemand wird zweifeln, dass das Leben in diesem Betracht insgesamt sicherer und berechenbarer und angenehmer geworden ist. Aber die fatale Kehrseite, auf welche die Autoren uns hinweisen, ist,
dass genau der Prozess, der über die Methode der Quantifizierung und Uniformierung die Herrschaft über äußere Natur ermöglicht, auf die Individuen zurückschlägt, dass auch die Individuen einer Quantifizierung und Uniformierung unterworfen werden. Und die Formel, die die Autoren verwenden, ist Besiegung oder Beherrschung äußerer Natur, aber gleichzeitig Unterdrückung innerer Natur. Also das Zitat, das ich Ihnen gab über die Sensibilität, wäre so ein Beispiel dafür. Und diese Verkoppelung, Herrschaft über äußere Natur, anthropomorph gesprochen, Befreiung von der Übermacht der Natur, was ja sehr erwünscht ist, die nicht zu trennen ist, ihrer Prozesslogik nach, von einer Unterdrückung unserer Natur, von dem Zwang, uns anzugleichen, diese fatale Verkoppelung ist es, worauf Sie unser Augenmerk lenken wollen, mit dem Zusatz, dass es nicht möglich sei, das eine ohne das andere zu haben. Nicht? Das wäre nach dieser Diagnose ja immer noch ganz schön, wenn man sagen könnte, nun ja, danke schön, ihr habt uns aufmerksam gemacht auf diese Probleme und bisher war es eben so, dass immer die Beherrschung äußerer Natur mit der Unterdrückung innerer Natur einherging. Jetzt wissen wir es, sehen das Problem, arbeiten wir daran, entkoppeln wir die beiden Prozesse. Genau das, sagen Sie, geht nicht, denn das Prinzip gilt in allen Sphären, werden darauf nachher noch eingehen, das Prinzip dieser Vernunft, erfolgreich zu sein durch Gleichmacherei, Quantifizierung, Uniformierung. Und deswegen gelte, je mehr dieser Vorgang voranschreite, bringe er sowohl Befreiung vom Druck äußerer Natur wie Intensivierung der Unterdrückung unserer inneren Natur. Deswegen, weil die abendländische Vernunft so konstruiert sei, dass sie bislang unerkannt ihrem Wesen nach soziale Unterdrückung, Unterdrückung des Individuums produzieren müsse, habe man das, was man heute sehen könne, daher strahle die vollends aufgeklärte Erde im Zeichen triumphalen Urteils. Da findet sich auch der berühmte Satz, Technik ist das Wesen dieses Wissens. Technik nicht nur in Bezug auf äußere Natur, sondern auch in Bezug auf die innere Natur. Die Misere der Aufklärung ist also, dass sie Zwang von den Menschen nur so nehmen kann, dass sie ihnen zugleich anderen Zwang auferlegt. Sie nimmt den äußeren Zwang der Natur und erlegt den inneren, humanen Zwang der Gesellschaft auf. Insofern Dialektik der Aufklärung. Deswegen schlägt Befreiung in Unterdrückung um. Nun versuchen wir uns Perspektiven eines Auswegs anzunähern. Aufklärung ist totalitär, wie nur irgendein System. Nicht, was Ihre romantischen Feinde ihr seit je vorgeworfen haben, analytische Methode, Rückgang auf Elemente, Zersetzung durch Reflexion ist Ihre Unwahrheit, sondern dass für Sie der Prozess von vornherein entschieden ist. Wenn im mathematischen Verfahren das Unbekannte zum Unbekannten einer Gleichung wird, ist es damit zum Altbekannten gestempelt, ehe noch ein Wert eingesetzt ist. Natur ist vor und nach der Quantentheorie das mathematisch zu Erfassende. Selbst was nicht eingeht, Unauflöslichkeit und Irrationalität, wird von mathematischen Theoremen umstellt. Und man würde heute gerne hinzufügen und dann durch Theorie der Fraktale und Chaostheorie auch eingefangen. Das also die Kritik, dass es keine Möglichkeit gäbe, das, was anscheinend sich nicht fügt,
in seinem sich nicht fügen anzuerkennen, sondern dass eine grundlegende Entscheidung gemacht ist, entweder fügt es sich demnächst, wir haben es nur noch nicht, oder es ist ein wertloses, nicht zu bedenkendes, nicht zu verfolgendes. Dagegen scheinen die Autoren also das Unbekannte, das Unauflösliche, das Inkommensurable stark machen zu wollen. Ein weiteres Zitat. Die jüdische Religion duldet kein Wort, das der Verzweiflung alles Sterblichen Trost gewährte. Hoffnung knüpft sie einzig ans Verbot, das Falsche als Gott anzurufen, das Endliche als das Unendliche, die Lüge als Wahrheit. Das ist einer der ganz wenigen Hinweise in dem Buch auf ein Verfahren, das nicht den Problemen der abendländischen Rationalität unterläge. Was ist gemeint? Die jüdische Religion duldet kein Wort, welches das Positive ausbuchstabiert. Weil die Auffassung oder zumindest die Vermutung die ist, wenn immer wir das versuchten, würden wir das Eigentliche nicht treffen. Das heißt, wir würden vielleicht zu 80% das Eigentliche treffen, aber das heißt es im Entscheidenden verfehlen. Das Positive muss unbenannt bleiben, muss offen bleiben. Unser Begreifen hat eine Grenze. Und diese Grenze ist zu respektieren. Das ist bei Adorno später dann die berühmte These, also aus dem Judentum aufgenommene These des Bilderverbots. Wird also die jüdische Religion als ein Typus angeführt, der nicht auf Totalität des Begreifens zielt, sondern da genau eine Schranke vorschiebt. Das wäre eine Art von Rationalität, die nicht so wäre wie die leitende abendländisch-okzidentale, für die gilt, Aufklärung ist totalitär wie irgendein System. Ein anderer Hinweis in dem Buch ist der Hinweis auf Natur. Das Naturverhältnis wird zunehmend zum Kriterium der Vernünftigkeit oder Unvernünftigkeit. An unserem Verhältnis zur Natur können wir erkennen, mit welchen Defiziten wir leben, solange wir der Bahn der geschilderten Vernunft folgen. Ich gebe Ihnen eine Stelle aus einem Aufsatz Adornos, also jetzt nicht aus der Dialektik der Aufklärung, an der ich versuche, das zu erläutern, was dort unter dem Stichwort Natur dargelegt wird und vielleicht nicht immer ganz klar ist. Adorno spricht von Schubert, vom Hören der Musik Schuberts. Und er schreibt, vor Schuberts Musik stürzt die Träne aus dem Auge, ohne erst die Seele zu befragen. Wir weinen, ohne zu wissen, warum. Weil wir so noch nicht sind, wie jene Musik es verspricht, und im unbenannten Glück, dass sie nur so zu sein braucht, dessen uns zu versichern, dass wir einmal so sein werden. Stellen Sie sich das vor. Was er beschreiben will, ist ein ganz unwillkürliches Weinen. Nun, was Weinen ist, wissen wir alle, eine der berühmten Grenzreaktionen, eine der Reaktionen, wo wir uns sozusagen nicht in der Hand haben, das widerfährt uns, das überkommt uns. Ich glaube, Adornos Verständnis ist so, normalerweise sind wir zivilisierte Subjekte. Das heißt, wir sind Menschen, die uns nach Möglichkeit, in Normalsituationen, etwas so sitzend oder so redend, in der Gewalt haben. Und irgendwie sind wir stolz darauf und es sind auch soziale Prämien darauf gesetzt, dass wir uns in der Gewalt haben. Dass wir uns einen Panzer aus Konventionen, Überzeugungen und dergleichen zugelegt haben. Und dieses gepanzerte Subjekt ist das Erwünschte
gesellschaftliches, gilt dann vielleicht auch noch als das starke oder effiziente oder funktionstüchtige. Aber eigentlich, meint Adorno, was heißt denn diese Panzerung, die wir uns auferlegen, aufgrund der Erziehung unter dem gesellschaftlichen Druck? Es heißt, dass wir ständig Unterdrückung an uns selber praktizieren, an unseren Sinnen, unseren Leidenschaften, unseren Trieben, unseren Imaginationen. Und jetzt ist seine Idee, es gibt Situationen, etwa durch die Kunst veranlasst, die Liebe ist eine andere Sphäre, wo diese Grenze, die uns sozial angepasst ist, dieser Panzer oder auch diese Maske, brüchig wird, flüssig wird, nicht mehr stabil ist. Nun haben Subjekte, die panzerartig geworden sind, vor nichts mehr Angst als vor einer Infragestellung dieses Panzers, vor einem Brüchigwerden dieses Panzers. Das können Sie täglich überall auf dem Flur sehen. Wir halten unsere Distanz. Das sind ganz, ganz unwillkürliche Reaktionen, die wir haben. Bloß die Grenze bewahren, den Panzer bewahren. Wir haben konstitutiv Angst davor, unsere Subjektkonstitution, unsere gepanzerte, wohlgepanzerte, verlässliche und dergleichen Konstitution zu verlieren. Wir meinen, wenn wir den Panzer verlieren, sind wir hilflos von uns aus und auch dem anderen ausgeliefert. Der Panzer hat eine Schutzfunktion. Aber in dem, was er als Weinen beschreibt, erfährt das Subjekt, jetzt wird das in dem Aufsatz umfassender aus, dieses Weinen als Glück einer Befreiung. Man erfährt, dass die eigentliche innere Konstitution anders ist. Dass es da etwas gibt, was durch die Panzerexistenz nicht abgedeckt ist und nie abdeckbar ist, sondern nur unterdrückt wird dadurch, dass wir eigentlich als Menschen uns nicht so abgrenzen müssten, sondern ein viel natürlicheres Verhalten haben könnten. Vielleicht fallen da sogar Schamgrenzen, alle möglichen Schamgrenzen. Wer weiß denn, was natürlich ist, was wir in der Kultur, in der Gesellschaft natürlich nennen, ist ja bekanntlich höchst unnatürlich. Diese Erfahrung, dass der Panzer des Subjekts durchbrochen wird und dass diese Öffnung, auf die wir im Normalbewusstsein mit Angst, oder vor der wir Angst hätten, eine Glückserfahrung ist und uns lehrt, dass wir vielleicht nicht als Menschen so die ganz anderen sind zu den uns umgebenden Menschen und zur umgebenden Natur, das ist eine der Erfahrungen, die Adorno dazu verleitet oder dazu führt, zu sagen, ein anderes Verhältnis zur Natur, ein nicht abwehrendes, nicht bloß beherrschendes, sondern ein mitlebendes, ein brüderliches, ein mimetisches Verhältnis zur Natur, zur äußeren Natur, wie der unterdrückten inneren Natur, wäre vielleicht eine bessere Seinsweise des Menschen. Also es gibt religiöse Indizierungen für das Bessere. Es gibt die ständige Indizierung, das Unbegreifliche, das Unerwartete, das Inkommensurable. Und es gibt die Indizierung, ein anderes, ein gelasseneres, ein offeneres, ein weniger unterdrückendes, weniger herrscherliches Naturverhältnis als Indizierung dessen, was vielleicht besser sein könnte. Und was ein Moment sein müsste in dem vielleicht neuen Vernunfttypus. Nun, was sagen uns die Autoren dafür? Erst einmal machen sie ganz klar, dass sie das Lager der Aufklärer nicht zu verlassen gedenken. Anti-Aufklärertum ist ihre Sache nicht. Sie wollen einen positiven Begriff, so sagen sie, von Aufklärung vorbereiten. Sie sind überzeugt, so sagen sie, dass die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist. Sie wollen, dass die Aufklärung sich auf sich selbst besinne. Ja, doch in einer Nebenbemerkung möchte ich meine Zweifel
zumal da wir so viel über Unterdrückung und Nicht-Unterdrückung gesprochen haben, nicht ganz unterdrücken. Wenn denn die Aufklärung, das Aufklärungsdenken in toto so ist, wie es beschrieben wurde, nämlich so, dass es nicht entgehen kann, dieser Figur von Herrschaft nach außen und Unterdrückung nach innen, dann kann eine Selbstbesinnung allein vermutlich die Lösung nicht bringen, es sei denn, die Aufklärung hätte in sich schon andere Anteile, Keime, Potenzen und dergleichen. Aber zurück zu den Formulierungen und Versprechungen. Es gehe darum, den Grund der Misere zu erkennen und der Unversöhntheit mit Natur gewahr zu werden. Die Herrschaft bis ins Denken selbst hinein als unversöhnte Natur zu erkennen, heißt es, sei die Aufgabe heutiger Vernunftbesinnung. Und nur so könne man über die obsolete Vernunft der vernünftigen Gesellschaft hinausgelangen. Nun ja, versuchen wir mehr zu erfahren. Es gibt ein Hauptmotiv, dort wo sich das Buch um so etwas wie eine Lösung bemüht, ein Hauptmotiv, das ist Verhältnis zur Herrschaft. Bezüglich dieses Hauptmotivs gibt es zwei Formulierungen, aufschlussreicherweise in dem Buch. Das eine Mal erklären die Autoren, das ist die spätere Formulierung, kategorisch, dass Aufklärung der Herrschaft überhaupt entgegengesetzt ist. Also sie meinen offenbar richtige Aufklärung. Das andere Mal, und zwar in der Vorrede und im Titelkapitel, sagen sie weniger stark, dass es darauf ankomme, das Prinzip der blinden Herrschaft aufzuheben. Nun, man ist sich einig, dass die zweite Perspektive diejenige sein muss, die zu verfolgen sich lohnt. Das ganze Buch hat ja eigentlich gezeigt, dass Aufklärung der Herrschaft eben gerade nicht entgegengesetzt ist, also scheidet eigentlich Perspektive 1 aus. Nun, was heißt es, das Prinzip der blinden Herrschaft aufzuheben? Heißt es etwa, das Prinzip der blinden Herrschaft in ein Prinzip wahrgenommener, gesehener, erkannter Herrschaft zu transformieren? Ich glaube nicht, dass dies gemeint ist, dass nur ein blindes Verhältnis zur Herrschaft in ein gesehenes transformiert werden soll, sondern dass sie darauf zielen, dass die quasi automatische, zwangshafte, unauflösliche Fusion von Vernunft und Herrschaft in Frage gestellt werden solle. Und so sprechen sie dann auch davon, dass man sich bewusst werden solle über die Verstrickung in blinder Herrschaft. Vermutlich meinen sie, bewusst werden solle über die blinde Verstrickung in Herrschaft. Gut. Aber wie soll man darüber hinaus gelangen? Ich meine, im Grunde zeigt das Buch diese Verstrickung auf. Man könnte ja sagen, nun, das eine haben die Menschen um 1950 natürlich gewusst, dass Naturbeherrschung das Gegebene ist, die Herrschaft über äußere Natur und erwünscht ist, aber man war sich nicht darüber im Klaren, das ist die Aufklärungsleistung des Buches, dass diese Beherrschung äußerer Natur mit Unterdrückung innerer Natur verbunden ist. Aber jetzt haben wir das Buch gelesen, jetzt sind wir darüber nicht nur belehrt, sondern wir sehen das ein. Aber das bloße Einsehen dieser Verknüpfung hilft noch nicht, wenn die These stimmt, und vielleicht ein Stück weit stimmt sie ja bestimmt, wenn die These stimmt, dass dieser Vernunfttypus unweigerlich auf beiden Seiten das Gleiche macht. Also müsste man zu einem anderen Vernunfttypus irgendwie gelangen. Und bevor man die ganz schwierige Frage überhaupt angeht, wie man zu dem gelangt, möchte man ja wohl gerne erstmal wissen, zu welchem man denn da überhaupt gelangen will. Was wäre die andere, die bessere Vernunft, die der Misere namens Dialektik der Aufklärung nicht konstitutiv ausgesetzt ist?
Die Autoren waren der Auffassung, in dem Buch selbst die Antwort nicht gegeben zu haben. Und es dürfte nur wenige geben, die ihnen darin nicht zustimmten. Sie haben sich im Oktober 1946 erneut zusammengesetzt in Santa Monica und des Längeren diesen offenen und wunden Punkt diskutiert, ohne zu einer Lösung zu kommen. Nun gibt es sicherlich eine objektive Schwierigkeit, sich ein neues Vernunftkonzept auszudenken. Wir werden einen solchen Versuch das übernächste Mal kennenlernen, wenn wir Jürgen Habermas besprechen. Vielleicht gibt es aber auch Schwierigkeiten, die mit einer gewissen Befangenheit des Blicks der Autoren selber zu tun haben. Es könnte ja sein, dass die abendländische Vernunftgeschichte ganz so einhellig und einheitlich von Parmenides bis zu Russell doch nicht war, sondern dass es vielleicht Nebenformen, Gegenmotive oder Ausnahmen gab, Phasen, wo ein anderer Vernunfttypus am Werke war, ein Vernunfttypus, den aber dann die Autoren vielleicht verkennen. Ich will diese Vermutung an einem exemplarischen Fall überprüfen. Ich nehme die berühmteste Passage der Dialektik der Aufklärung, die Sirenen-Episode oder die Interpretation, welche die Autoren der Sirenen-Episode der Odyssee zuteil werden lassen. Sie widmen sich dieser Episode gleich zweimal und sie nennen sie selber die ahnungsvolle Allegorie der Dialektik der Aufklärung. An dieser Geschichte, von Homer überliefert, sei zu erkennen, dass der Geist zum bloßen Apparat der Herrschaft und Selbstbeherrschung werde und dass seine Herrschaft über die Sinne auf eine Verstümmelung hinauslaufe. An Odysseus schon sei exemplarisch abzulesen, was sie uns dann als Grundfigur bis hin zu Faschismus und Kulturindustrie präsentieren, die Kombination von Besiegung äußerer Naturmächte und Unterdrückung innerer Natur. Odysseus sozusagen der Urtyp des bürgerlichen Individuums. Beherrschung der Natur drinnen und draußen sei sein absoluter Lebenszweck. An ihm könne man ablesen, dass die Menschheit sich Furchtbares habe antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen, geschaffen war. Nun sehen wir uns die Episode an. Sie kennen sie alle. Was Ihnen vielleicht nicht bewusst ist, Odysseus kommt gerade mal wieder von einem seiner Abenteuer, nicht nur amorös, aber auch stark amorösen Abenteuer. Und die letzte Dame, Kirke, die ihn ja zunächst nicht sehr gut behandelt hatte, hat ihm zum Abschied nun doch einen wohlweislichen Rat gegeben. Sie hat ihm gesagt, was ihm bevorstehe, wenn er nun weiter segle, dass er da eben an den Sirenen vorbeizufahren habe und wie er das am besten bewerkstellige. Ich meine, es ist ganz interessant, dass und er folgt dem, bis auf, also aufs Wort. Also insofern ist Odysseus da vielleicht ein etwas unglücklich eingefügt, denn er ist nun genau eine Figur, nicht des Logos, des autonomen Logos, sondern eine Figur, die von vornherein dem Rat einer mythischen Figur folgt. Kirke hat ihm eben gesagt, dass er also unbedingt den Gefährten die Ohren mit Wachs verstopfen müsse, damit sie auf keinen, und es muss damals fantastisches Oropax gegeben haben, damit sie auf keinen Fall von dem verführerischen Gesang der Sirenen auch nur ein Fohn mitkriegen könnten. Und ebenso müsse er sie instruieren, dass also die Gefährten, bevor die Sirenen da auftauchen, ihn an den Schiffsmast fesseln und auch ja,
und das dann etwas widersprüchlich in der Geschichte, wenn er fasziniert vom Gesang des Sirenen ihnen den Befehl erteilen wird, ihn loszubinden, dass sie diesem Befehl nicht folgen sollten. Etwas widersprüchlich, weil das ist so ein Teil-Oropax, das ist so eine Filterfunktion anscheinend. Odysseus geht durch, Sirenen nicht. Naja, wie immer. Sie wissen, er ergreift diese Maßnahmen, von denen er überzeugt ist, dass sie sinnvoll und lebensdienlich sind. Sie werden es ihm erlauben, einerseits den Gesang der Sirenen zu hören und andererseits dem Gesang der Sirenen nicht zu verfallen. Nun, diese Maßnahmen von Kirke empfohlen, werden ausbuchstabiert von den Autoren als Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen. Nun, was ist das Furchtbare? Dass für die Gefährten eine Beschneidung vorliegt, ist ganz klar. Eine Beschneidung haben sie ohnehin, insofern als sie die Gefolgsleute und nicht die Herren sind. Und jetzt werden sie auch noch um den Genuss des Gesanges gebracht. Aber inwiefern sind sie für Odysseus eine Beschneidung? Ich meine, Odysseus bekommt ja zunächst das, was er will, das Hören dieses einmalig wundervollen Gesanges. Eine Beschneidung besteht nur hinsichtlich der Handlungsfolgen dieses Hörens. Kirke sagt ihm, diese Wesen werden dich an Land zu zirpen versuchen und dem folgst du besser nicht. Und er vertraut der mythischen Macht, Kirke, und sagt sich, okay, wollen wir eben den Genuss ohne Folgen haben. Und daher Bindung und Beschneidung der möglichen Handlungsfolgen. Okay. Wenn man sich nun überlegt, ja, aber wieso eigentlich nicht an Land gehen? Wieso eigentlich Beschneidung da? Ist ja wirklich, ist ja zuzugeben, aber das ist die einzige Verstümmelung, von der man reden kann. An Land gehen, das würde er wollen und das muss er sich untersagen, das muss er sich unterdrücken. Ja, ich weiß schon, Sie denken eben so, wie alle denken, wenn Sie nicht Homer im Original gelesen haben. Da sind wir alle durch unser Operettendenken verseucht und meinen, die Sirenen, das seien eben so lustige Weiber von Windsor oder sowas, erotische Verlockungen und so. Okay, also Triebunterdrückung. Und nun Homer. Die Sirenen sitzen auf grausigen Auen, und das ist das, was Kirke ihm sagt, und wollen mit tönenden Liedern Zauber verbreiten, doch liegen daneben in Menge auf Haufen faulende Menschen, Knochen und schrumpfende Häute an ihnen. Treibe da eilig vorbei. Das ist Homer. Das heißt, von amorösen Dingen nicht die Rede, es sei denn, jemand habe einen besonderen Geschmack und würde also eben nun gerade die eindeutigen Todes- und Sterbessignale als besonders verlockend empfinden. Kadaver sieht er, Kirke verrät ihm das, neben den Sirenen wird er Kadaver sehen. Es ist also klar, dass das Glücksversprechen und das Locken der Sirenen nichts anderes zur Konsequenz haben wird, als den sicheren Tod, einer dieser Kadaver zu sein. Und das kann man sogar sehen. Die Sirenen sind Todesvögel. So Homer, so die Geschichte. Wir wissen noch nicht genau, warum da Tod eintritt, aber dazu später noch etwas. Und das finde ich nun etwas ungeheuer, dass die Autoren das verschwiegen haben. Dass zu den Sirenen zu fahren, in den sicheren Tod zu gehen bedeuten würde. Was die Autoren als Verstümmelung beschreiben. Er nimmt sich die Möglichkeit, den Befehl zu erteilen, rudert mich dorthin,
heißt, er nimmt sich die Möglichkeit, sich in den sicheren Tod rudern zu lassen. Also Sie haben dieses äußerste organisierende Prinzip, das Prinzip der Todesdrohung, einfach unterschlagen. Wenn man sich darüber im Klaren ist, dass zu den Sirenen zu fahren, in den Tod zu fahren bedeutet,